Das war richtig knapp. Ende Juni überholte ein Auto auf der B533 bei Alhazmais erst einen Lastwagen, dann einen Betonmischer. Und das in einer unübersichtlichen Rechtskurve kurz vor Überholverbot. Entgegen kam ein Bus, besetzt mit 55 Fahrgästen. Ja, der Moment der Schrecksekunde. Ich habe das Fahrzeug auf meiner Fahrbahn gesehen und habe mir gedacht, was macht der da? Das klappt jetzt nicht mehr. Und dann habe ich versucht zum Bremsen und bin ganz nach rechts gefahren am Fahrbahnrand. Und zum Glück haben das die anderen LKWs auch gemacht. Deswegen hat der noch schnell zwischen uns durchfahren können. Weil der PKW hat nicht abgebremst und gar nichts. Ja, es war kein angenehmer Moment. Ihre Fahrgäste seien danach sehr aufgebracht gewesen, sagt Sabine Heininger. In dem Bus waren auch Familienväter und Mütter anwesend. Das ist schon sehr egoistisch und rücksichtslos gewesen von dem PKW-Fahrer, sagt sie. Auch sie selbst kam bei dem Vorfall ins Grübeln. Weil ich war ein kleines Kind, habe mir schon gedacht, wenn jetzt anders reagiert hätte oder wenn ich schneller dran gewesen war, dann hätte es vielleicht geschäbert. Weil ich habe vorher noch Fahrgäste einsteigen lassen, deswegen habe ich die, also ich bin nicht 80 gefahren. Hab vielleicht 60 oder was war ein bisschen beschleunigt. Da hat man dann schon so Gedanken, wenn ich jetzt schneller gefahren war, war es vielleicht vorbei. So knapp sei es noch nie in ihren 20 Jahren Berufserfahrung gewesen. Die Autofahrer werden immer aggressiver und egoistischer, sagt sie. Das Video hat ein LKW-Fahrer der PMP geschickt. Er hat die Situation aus dem hinteren der überholten Lastwagen aufgenommen. Ich bin normal gefahren und habe gar nicht gemerkt, dass jemand hinter mir ist. Auf einmal war das Auto neben mir und der Bus kam entgegen. Der Mann hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, um zu zeigen, was täglich auf den Straßen passiert. Angezeigt hat er den PKW-Fahrer nicht.